Das begab sich Ende 2015 und dann habe ich die Dämpfe gekauft, habe vor dem Laden noch meine letzte Zigarette geraucht. Und das war meine letzte Zigarette, wo ich geraucht habe. Es gab auch komische Blicke, es gab auch komische Reaktionen. Aber wie war ich schon immer der Typ, mir ist es eigentlich scheißegal, was andere Dinge. Also auf der ersten Messe, wo ich war, war die Hall of Vape vor 4 Jahren circa. Und für mich war das damals halt sowas, ja, das macht halt junge Leute oder es ist nur relativ klein. Und wo ich dann vor dem Eingang gestanden bin, habe ich halt das erste Mal gesehen, dass da vom kurz Ü18-Jährigen bis zu Omas Kaffeegrinz in Leute im Schickerzug alles rumspringt. Und nur will sie was gemeinsam hin. Und das hat mich einfach fasziniert. Also die Ladeidee, die kam so Ende 2016. Ich habe zuerst probiert, irgendwie einen Online-Shop aufzumachen, aber habe halt ganz schnell gemerkt, da gibt es schon 1000 andere auf dem Markt, das hat so gar keinen Wert. Und da war halt immer bei mir oft das Problem, so wenn man hier auf dem Land lebt, nicht gerade mitten in der Stadt, und ich habe dann selber oft das Erlebnis gehabt, dass mir gerade so Samstag Nachmittag ich das Liquid zur Neige, und dann war die Frage, wo kriege ich jetzt was her? Und weil ich halt auch dann schon nach der Weile einige Kumpels von mir angesteckt habe mit dem Dampf und es immer mehr und mehr Leute wurde, wo einfach der Bedarf da war, irgendwas, sagen wir mal, nicht unbedingt in einer halben Stunde oder Stunde Entfernung zu haben, haben wir gedacht, irgendwie, da brauchst du einen Laden. Man geht ja nicht von heute auf morgen hin und sagt, hey, das Geld fällt vom Himmel und ich mache jetzt mal schön Laden auf. Vor allem die ganze Umsetzung und alles und Leute waren da unzählige involviert. Und den Leuten bin ich auch alle dankbar. Zum größten Teil halt haben mich meine Eltern dann auch irgendwann unterstützt. Bei meinem Vater hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich muss halt dazu sagen, ich habe schon viel Sachen angefangen, aber noch nie wirklich was zu Ende verfolgt oder so richtig durchgezogen. Aber bei der Dampferladeidee, da war einfach so viel Herzblut drin, da habe ich gesagt, ich muss das machen. Meine Mittel waren halt recht begrenzt, aber mit den ganzen Mitteln haben wir das Ding immer richtig gut umgesetzt. Und die große Eröffnung, eigentlich die offizielle, die war dann am 15. Januar. Habe einige Leute aus der Szene gefragt, ob sie Bock drauf haben. Haben gleich alle gesagt, klar, da sind wir dabei. Das war für mich eine riesige Ehre, das hat mich riesig gefreut. Und dass einmal 2 Stunden nach der Eröffnung draußen schon die Leute Schlange standen, damit da reinpasst, das war schon ganz schön heftig. War Wahnsinn, das ist, kann man gar nicht beschreiben. So sein eigener Laden und der Reihe zum Laufen und so, hey, das haben wir alle geschafft, das war Hammer. Also ich sag mal, die Arbeitslage mittlerweile ist absolut ausreichend. Ich kann davon eigentlich leben. Man kann jetzt, sag ich mal, einen kleinen Porsche davor kaufen, aber das war nie mein Bestreben. Mir war die Beratung wichtig, den Leuten auf dem Weg zu helfen. Und weil wir haben halt damals, wo ich angefangen habe, wo das so vom, ich fange jetzt mal an zum Dampfen, da haben mir so viel Leute geholfen und ohne die wäre ich nie dahin gekommen, wo ich heute bin. Und das war mir einfach wichtig, das alles weiterzugeben. Und so nach und nach hat sich natürlich auch ein bisschen Stammkundschaft gebildet. Mittlerweile, nach dem guten Jahr, muss ich sagen, eigentlich jeden Tag so am späten Nachmittag 4, 5 Leute oder noch mehr dahin sitzen, wo sie unterhalten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sagen, hey, mir gefällt es dahin und ich bin gern da, ich trinke mal Cola, wir schwätzen ein bisschen was oder man nimmt da mal wieder Aroma oder Liquid oder sonst was mit. Und das ist eigentlich das, was so die ganze Community eigentlich in dem kleinen Café, wo wir hier sind, unheimlich gestärkt hat. Und das macht auch richtig Spaß. Und da entwickelt sich richtige Freundschaft. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass, weil wenn schon genug andere Hobbys kennt wie Autoshow oder sonst was, da war das ja immer bloß so ein kleiner Kreis. Und beim Dämpfer ist das eigentlich völlig global. Und das ist mittlerweile ja, sei mal, schon so weit gegangen, dass ich jetzt vor kurzem auch mal in Kanada gestanden bin. Irgendwie dort Leute, wo ich da kenne. Für mich persönlich ist das einfach so eine Sache, war ich noch nie so glücklich wie jetzt. Ich war noch nie so zufrieden mit mir selber irgendwie. Das ist ganz komisch zum Beschreiben. Also ich habe schon unzählige Jobs in meinem Leben durch, vom Büro kaufen bis zur Assistenz und Geschäftsleitung, über Logistik, über LKW fahren. Und es waren halt immer irgendwie bloß Jobs. Aber das für mich ist jetzt nicht bloß ein Job, sondern das ist das, was ich immer wollte. Und ich fühle mich auch genau richtig, wo ich jetzt gerade bin.